Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu unserer Wireshark Tutorial Reihe. Heute geht es wieder mal um genau dasselbe Paket. Ihr seht, wir brauchen mehrere Videos für ein einziges Paket. Nein, natürlich nicht. Wir wollen uns jetzt hier auch nicht jedes Protokoll im Detail angucken, was da jetzt drin steht. Ich möchte nur einmal da so durchgehen, damit ihr grob wisst, wie man da so, was man da alles für Informationen rausziehen kann. Euch bleibt dann natürlich überlassen, zum Beispiel hier ICMP-Pakete oder sowas oder, keine Ahnung, andere Pakete einfach so selber zu analysieren. Das ist dann sozusagen eure Übungsaufgabe, würde ich mal so behaupten. Da kann man auch sehr, sehr viel lernen, wenn man sich einfach diese Dinger hier anguckt. So, wir haben hier jetzt gesehen, TCP arbeitet von Port zu Port, falls ihr euch erinnert. Wir haben immer noch dasselbe Paket wie letztes Mal. Und ja, wir hatten hier gesehen, von Port 51.062 auf Port 80 gehen wir hier mit unserem TCP-Paket. Ja, das ist TCP, aber IP ist natürlich, also jedes TCP-Paket enthält auch IP-Optionen. Und ihr wisst hoffentlich auch noch, wie die aufgebaut sind, denn unser TCP-Paket sehen wir hier. Das ist alles TCP, das ist IP und das, was vorne dran steht, ist Ethernet. Und genau so ist das Paket im Endeffekt aufgebaut. Das heißt, wir haben ganz vorne, und das ist sozusagen, also das LAN-Paket ist einfach das gesamte Paket. Wir haben Ethernet am Anfang, das ist der Ethernet-Header. Falls ihr euch an den Protokoll-Stack einfach erinnert, dann haben wir den IPv4-Protokoll-Stack und der geht jetzt hier von IP-Adresse, nämlich meine IP-Adresse 192.168.0.12, das ist meine interne IP-Adresse, auf 88.221.118.25. Und dieses Source hier wird dann natürlich von meinem Router verändert, sodass der Router wieder das Paket, also die Rückantwort von dem hier enthält. Und der Router packt dann eben wieder meine interne IP-Adresse da vorne drauf. Das heißt, der Router übernimmt auch noch gleichzeitig dieses Network Address Translation. Das können wir hier auch quasi direkt erkennen. Ich kann euch leider die Pakete nicht außerhalb von meinem Router zeigen, weil ja, dazu müsste ich sozusagen meinen PC direkt hinter den Router anschließen, was ein bisschen schwierig ist. Okay, und ja, jetzt klappen wir einfach mal hier dieses IP-Paket auf. Jetzt gehen wir sozusagen hier diese Daten mal ganz kurz durch, damit ihr euch auch wieder hier zurechtfindet. Also ich meine, ihr habt jetzt schon sehr, sehr viel mit Networking gemacht. Ihr habt meine komplette Playlist hoffentlich durchgesehen. Und ihr habt jetzt hier sehr, sehr viele Dinge auch direkt wieder in Wireshark drin. Das heißt, wir haben hier erstmal die IP-Version. Naja, Version 4. Wenn wir hier eine 6 setzen wollen, dann müssen wir hier halt eben nicht 4 abbilden. Also ihr erinnert euch, das ist ganz normales Binär. Also 0 mal 8, 1 mal 4, 0 mal 2 und 0 mal 1. Das heißt, hier steht eben 4. Wenn wir hier eine 6 haben wollen, dann steht hier eben 0, 1, 1, 0. Und hinten dran direkt die Header-Length. Das heißt, wie groß ist der IP-Header? Das können wir hier direkt sehen. Aber hier steht es auch drin, nämlich 20 Byte. Und 20 Byte werden hier einfach als 5 abgebildet. Deswegen hier eben hexadezimal oder binär besser gesagt die 5 abgebildet. Ja, dann haben wir hier Differentiated Service Field. Das habt ihr so wahrscheinlich noch nicht gesehen, also zumindest nicht in meiner Playlist. Hier stehen einfach nur ein paar Meta-Informationen drin. Sowas wie Explicit Congestion Notification. Das habe ich sogar erwähnt gehabt, das ist, ob ihr benachrichtigt werden wollt, wenn Stau auf eurem Weg sozusagen vorkommt, das hatte ich auch erwähnt in der Playlist. Differentiated Service Code Point hatte ich nicht erwähnt, das ist auch nicht wirklich wichtig, das ist dann intern, wenn man das Paket irgendwie besonders behandeln möchte oder sowas, das kann dann jeder sozusagen editieren, wie er möchte. Dann haben wir hier die Total Length von unserem Paket. Die müssen wir natürlich auch wissen, denn wir müssen ja wissen, wie viele Daten haben wir jetzt hier in unserem IP-Paket. So, jetzt habe ich doch letztes Mal gesagt, wir haben gar keine Daten drin, weil wir nur hier ein ganz simples ACK-Paket hatten. Warum haben wir jetzt hier auf einmal eine Total Length von 52? Naja, ganz einfach, wir haben hier 20 Byte für unser IP-Paket und dann haben wir hier eben auch noch unser TCP-Paket mit einigen Byte. Ich finde es jetzt, 32 Byte, genau hier ist es. Header-Length 32 Byte. Und ihr erinnert euch, dieses TCP-Paket ist sozusagen das Datenpaket von IP. Das heißt, dieses TCP sind die Daten von meinem IP-Paket. Naja, und 32 Byte für mein TCP-Paket und die 20 Byte für mein IP-Paket bzw. mein IP-Header, die ich hier habe, das ergibt dann natürlich insgesamt 52 Byte. Ja, und deswegen stehen die 52.
Wunderbar. Identification brauchen wir eigentlich relativ selten. Das kann man sowieso nicht wirklich beeinflussen so richtig. Hier haben wir wieder ein paar Flags. Einmal das Reserved Bit, dann das Don't Fragment Bit. Don't Fragment macht genau das. Man darf eben dieses IP-Paket nicht unterteilen in mehrere Teile. Warum sollte man auch? Es ist ja nur ein einziges TCP-Paket. More Fragments wird gesetzt, wenn man eben noch mehr Fragmente erwartet. Und dann haben wir hier diesen Fragment Offset, den ihr auch schon zu Genüge von mir erklärt bekommen habt. Dann haben wir hier auch die Time to Live. Das ist in dem Fall jetzt 64. Finde ich eigentlich ganz witzig, dass es genau hier 64 hat. Und dann sehen wir, was hinten dran für ein Protokoll steht, nämlich TCP, haben wir ja gerade schon gehabt, dass da eben TCP erwartet wird. So, dann haben wir die Header-Checksumme. Da ist allerdings die Validierung ausgeschaltet worden, warum auch immer die ausgeschaltet ist bei mir gerade. Und die Header-Checksum-Status ist dann unverified, ganz einfach. Und hier haben wir die Source-IP, allerdings natürlich auch kodiert in in binär sozusagen hingeschrieben, damit wir das Ganze auch irgendwie rübertragen können. Das heißt, das Paket ist von mir, geht an die Destination 88.221.118.25. Das ist eben die hier. Und nach dieser IP-Adresse, wenn ihr mal irgendwie ein Paket findet, was ihr überhaupt keine Ahnung habt, was das eigentlich ist, dann solltet ihr logischerweise auch nach dieser IP-Adresse hier googeln und nicht irgendwie nach dem Port oder sowas. Also ihr könnt natürlich auch nach dem Port googeln, dann wisst ihr, was für ein Dienst das Ganze ist. Allerdings macht es deutlich mehr Sinn, wenn man hier eben nach der Destination sucht und dann versucht rauszufinden, was das eigentlich überhaupt sein soll hier. Und ich habe es euch schon erklärt, das Ganze ist von Akamai, damit eben alle Daten schneller übertragen werden sozusagen. Genau, so und jetzt haben wir noch das Ethernet-Paket hier, das mache ich jetzt auch noch ganz kurz. Das ist sozusagen der vorderste Header hier, da sind alle Sachen drin. Hier haben wir erstmal natürlich die Destination. Destination ist Technico, wobei eigentlich Technicolor, also das ist der Hersteller von meinem Router tatsächlich. Das heißt, das Paket geht logischerweise an meinen Router erstmal, weil ja, in dem Ethernet-Paket steht jetzt natürlich der nächste Schritt drin und nicht der Endpunkt, also nicht 88.221.118.25, sondern das Paket soll ja erstmal von meinem Rechner an die nächste Stelle. Und die nächste Stelle ist logischerweise mein Router. Deswegen steht hier als Destination klar mein Router drin. Genauer gesagt hier die MAC-Adresse von meinem Router. Und ja, dann haben wir hier eben einige Bits, die eben auch noch gesetzt werden können. Und genau, das ist einfach so Standard. Und das hier ist jetzt sozusagen mein Mainboard, das ist von ASRock, deswegen habe ich hier ein ASRock IN stehen und ja, das ist sozusagen meine MAC-Adresse, die möchte jetzt hier Daten eben an den Router schicken und hier steht einfach nur drin, was als nächstes kommt. Das heißt, wir haben hier eben IPv4 als nächstes Paket. Ja, und das Ganze findet sich natürlich auch im Frame wieder, das ist das, was dann wirklich auch übers Netzwerk übertragen wird. Wir haben hier die Interface-ID. Das ist einfach, wo drüber soll es übertragen werden. Das ist bei mir einfach LAN, also der, oder Ethernet besser gesagt, der nullte Anschluss. Es wird über Ethernet übertragen, das muss man natürlich sagen, damit man weiß, wie es kodiert wird. Also möchte ich über Ethernet übertragen oder möchte ich über WLAN übertragen und so weiter und so fort. Dann natürlich die Zeit, wann es aufgenommen wird, ja, oder wann das Paket aufgezeichnet wurde. Das ist jetzt hier der 24. März 2018 um 8.30 Uhr und 20 Sekunden. Das ist schon ungefähr 20 Minuten her. Aber das ist ja auch in Ordnung so. Timeshift haben wir 0. Epochen, Zeit, das ist eigentlich auch nicht wirklich wichtig. Also solche Sachen, die kennt ihr ja eigentlich alle auch. Und das ist Frame Nummer 5 und so weiter und so fort. Ja, also ich würde euch wirklich empfehlen, einfach da euch mal ein paar Pakete durchzulesen, das hilft wirklich sehr, sehr viel. Vor allem, wenn wir jetzt hier auf dieses nächste Paket hier klicken, dann sehen wir hier, achso, übrigens hier diese Farbkodierung, ja, wobei, dazu mache ich wieder was Eigenes. Hier sehen wir dann, genau, hier ist eine Analysis drin. Und das möchte mir sagen, dass dieses Segment geackt wurde, beziehungsweise, dass das hier ein Acknowledgement ist für ein Segment, was nicht aufgezeichnet wurde, sprich, was irgendwie über das Kabel gekommen ist oder gegangen ist, bevor wir die Session hier gestartet haben. Deswegen weiß der hier gerade nicht, zu was das eigentlich jetzt genau gehört. Und deswegen hat man hier jetzt eben ein TCP-Act Unseen Segment.
Deswegen steht das hier. Und das steht hier unten auch in schönem, wunderbaren Gelb drin. Ja, und das war jetzt erstmal so der netzwerktechnische Teil. Jetzt will ich euch natürlich noch ein bisschen mehr Informationen darüber geben, wie man hier auch wirklich was draus, also wie man mehr als nur die rohen Pakete sehen kann und was eigentlich HTTPS bringt und so, oder was TLS genauer gesagt bringt. Und ja, das wollen wir uns dann das nächste Mal angucken. Wir hören uns. Bis dann. Ciao.